Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Flashing Lights. Ja, lange, lange Zeit ist vergangen von der letzten Folge bis jetzt zu dieser Folge und in der Zwischenzeit hat sich bei dem Early Access Titel ziemlich viel getan. Ja, das Lichtsystem wurde ein bisschen überarbeitet, die Blaulichter wurden ein bisschen überarbeitet, sehen jetzt noch cooler aus, die haben Mod-Support hinzugefügt, ja, ein ganz großes Ding, ja, die Map wurde ein bisschen überarbeitet, wurde noch ein bisschen mehr ausgebaut und. Und ich habe mir gedacht, es wird jetzt einfach mal wieder Zeit, dass wir hier reinschauen. Ja, ich habe jetzt auch durch diesen Mod-Support quasi deutsche Skins eingefügt bei den Fahrzeugen und deutsche Sirenen. Und dadurch macht es mir persönlich wieder noch ein bisschen mehr Bock, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir starten als Sanitäter heute in der Folge mal durch. Ja, man hat bei diesem Spiel, für alle, die dieses Spiel nicht kennen, die Möglichkeit, man kann als Feuerwehrmann, als Polizist oder im Rettungsdienst halt spielen quasi. Dieses Spiel hat auch einen Multiplayer-Modus und dann kann man da natürlich richtig schön Roleplay betreiben. So, ich würde sagen, wir übernehmen hier heute mal das City Hospital. Ich habe hier auch einen Skin eingefügt. Es steht zwar Notarzt hinten drauf, aber wir missachten das einfach mal ein bisschen. Und fahren heute dann mit dem Rettungswagen einfach durch die Gegend. Wir sind jetzt hier natürlich im Singleplayer dann alleine unterwegs im Rettungswagen. Im Multiplayer könnten sich mehrere Leute halt da reinsetzen, dass es halt ein Zweierteam wäre oder so. Wäre es ein bisschen realistischer, aber im Singleplayer geht's halt aktuell nur alleine. So, wir starten hier am City Hospital, sind hier gerade quasi in der Notaufnahme drinne. Und ich würde sagen, wir gehen gerade mal zu der Fahrzeugauswahl, dann kann ich euch mal den ein oder anderen Skin zeigen, den ich aktuell hier quasi drauf habe auf dem Fahrzeug. Nicht wundern, beim Fahrzeug anklicken ist immer erstmal der Standard-Skin noch ausgewählt, nach kurzer Zeit ist dann aber der Mod quasi geladen. Zum Beispiel hier Notarzt, ja, Lichter habe ich nicht bei allen Fahrzeugen angepasst, noch nicht, hier ist noch ein rotes Blaulicht quasi drauf. Man sieht es, Feuerwehr Kassel, das ist also der Kassel-Skin, auch bei der Kleidung ist der Kassel-Skin quasi gerade drauf. Das Fahrzeug ist auch ein Notarzt jetzt, hat aber auch noch das andere Blaulicht drauf. Das Fahrzeug habe ich schon angepasst, also das hat schon Blaulicht, Blinkreihenfolge und so habe ich angepasst an den Notarzt, der quasi bei uns gerade in der Realität rumfährt. Der hat so ein Blinkmuster von Blaulicht. Habe ich gedacht, baue ich einfach mal nach. Die Möglichkeit hat man in dem Spiel ja zum Glück. Und Skin ist auf jeden Fall drauf, genauso wie bei ich war wieder ein bisschen schnell, bei dem Fahrzeug. Ja, ist auch ein Skin drauf. Blaulicht habe ich da auch schon angepasst. Blinkt ein bisschen langsam, aber tatsächlich kenne ich das auch so in der Realität bei uns. Der eine First Responder hat quasi auf dem Fahrzeug so ein langsam blinkendes Blaulicht drauf. Total cool anzusehen. So, hier haben wir auch Rettungsdienst Mittelhessen, Kassel-Skin drauf. Blaulicht, der hatte ich hier auch schon angepasst, dass es so einigermaßen deutsch aussieht. Bei dem Fahrzeug lädt es irgendwie den Skin nicht. Kann sein, dass ich da was falsch ausgewählt habe. Muss ich nochmal nachschauen irgendwann. Blaulichter hatte ich aber auch schon mal angepasst. Und hier ist auch der Rettungsdienst Kassel-Skin drauf. Und Blaulichter habe ich auch schon angepasst bei dem Fahrzeug. Ich würde fast sagen, wir nehmen auch in dieser Folge einfach mal dieses Fahrzeug und fahren mit dem durch die Gegend. Die Sirenen habe ich auch schon angepasst. Popo Blick. Die Sirenen habe ich auch schon angepasst. Sind also auch deutsch. Da gibt es auch extra Mods. Und da kriegen wir einen Einsatz rein. Schussverletzung. Den nehmen wir direkt mal an. Für Leute, die das Spiel nicht kennen, man kann auch hier hinten quasi im Rettungswagen mitfahren und Trage und so weiter ist alles da drin. Gucken wir uns dann beim Einsatzort mal an. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich hin muss. Oh Gott, ich muss unten rechts nach Beachtown. Das heißt, wir haben jetzt eine etwas längere Fahrt vor uns. Ja, die Fahrzeugsteuerung in dem Spiel ist so, naja. Könnte schlechter sein, könnte aber auch besser sein. Und ich schalte gerade mal die Sirene ein. So, Blinker kann ich wieder ausmachen. Okay, irgendwie verstellen sich aber jedes Mal die Sirenen irgendwie. Das ist noch nicht ganz so perfekt, würde ich sagen. Dann ist das bestimmt auch noch eine amerikanische Sirene, ja. Hatte ich eigentlich eben gerade umgestellt, aber gut. Dann benutze ich halt nur Taste 2 und 3 für die Sirenen. Ja, das funktioniert noch nicht so gut. Ist wie gesagt halt ein Early Access Titel. Fahrzeugsteuerung ist so, naja, wir fliegen mal kurz durch die Gegend, aber Early Access halt. Ja, auch die KI-Fahrzeuge, die ploppen manchmal direkt kurz vor einem auf und dann kann man nicht mehr ausweichen. Dann gibt es einen riesen Crash und man fliegt durch die Gegend. Ist halt Early Access. Ja, genauso Mod-Support. Ich habe jetzt 2-3 Mal die Sirenen eingestellt und jedes Mal sind die dann doch wieder verstellt. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber gut, ist nicht so wild. Würde ich jetzt nicht aufnehmen, wäre ich einfach nochmal zurückgefahren, hätte die Sirene einfach nochmal eingestellt. Dann hätten wir hier die 3 verschiedenen Sirenen drinne. So haben wir halt jetzt noch die amerikanischen Sirenen dabei. Aber ist egal. So, da ist zum Beispiel jetzt gerade ein Fahrzeug erschienen. Warum auch nicht? Ja, aber so an sich, grafisch tut sich was. Okay, mal kurz die Sirene an. 2 Sekunden wieder aus. Ich glaube, wir müssen hier auch dann schon abfahren, oder? Ja, genau. Okay,
Dann machen wir mal einen Blinker an. Natürlich haben wir auch Ego-Perspektive. Aber dann sieht man das schöne Blaulicht natürlich nicht so gut. So, wir boxen uns hier gerade einfach mal durch das Örtchen durch. Gerade mal Pressluft kurz anschalten. Okay, da steht auch schon die Polizei. Polizeiskin ist, wenn halt die vom Spiel so platziert ist, dann sind diese Polizeiskins halt noch die Originalskins. Die werden nicht von den Mods übernommen. Aktuell noch nicht. Vielleicht irgendwann. Wir haben auch hier theoretisch für die Nacht die Möglichkeit, wir können die Umfeldbeleuchtung hier anknipsen, wo wir sie gerade brauchen. Also das ist schon alles eigentlich richtig cool gemacht. Und seitdem die auch den Rettungsdienst überarbeitet haben, ist es auch ein bisschen interessanter geworden, weil man hat einfach mehr Möglichkeiten jetzt. Aber man muss sich natürlich an die Abarbeitungsliste halten, die einem hier vorgegeben wird. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wir könnten entweder einfach die Tasche nehmen oder wir nehmen einfach die komplette Trage mit. Da haben wir EKG drauf, Frakturenkit, die Sanitätstasche und können einfach mit der zu der Patientin hinfahren. Und dann können wir hier erstmal nachschauen. Hallo, übrigens der Rettungsdienst. Nicht wundern. So. Dann nehmen wir gerade mal uns die Sanitätstasche hier runter und schauen mal nach der Person, die angeblich angeschossen wurde. So, jetzt sehen wir oben rechts quasi Patient Treatment. Da sehen wir jetzt, was wir machen sollen. Patient erstmal untersuchen. Wir müssen Bandagen dann anlegen. Aber wir schauen gerade erstmal nach der Patientin, gucken, wie der allgemeine Zustand ist. Atmet, Puls vorhanden, bei Bewusstsein, alles klar. Gucken wir uns jetzt die ganzen Punkte an. Puls vorhanden, Wunde an der Hand oder an dem Arm. Okay, wahrscheinlich nur die Schusswunde hoffentlich am Arm, dann wäre das nicht ganz so wild wie vorerst gedacht. Ja, im Multiplayer könnte man jetzt noch den Notarzt nachfordern und so weiter, aber gut, wir bleiben jetzt einfach mal hier in unserer Rettungsdienstrolle. So, gut, dann haben wir die Patientin uns quasi gerade erstmal angeschaut, dann können wir jetzt... Rechts steht jetzt auf der Liste Tropf legen, das heißt aber eigentlich Kanüle legen, das ist noch so ein Übersetzungsfehler. Muss ich gerade mal gucken. Tropf legen bedeutet wieder Kanüle legen. Dafür müssen wir aber angeblich erstmal die Kleidung entfernen. Und das machen wir natürlich gerne. So, wo haben wir es denn? Weiß noch nicht, warum wir dafür die Kleidung entfernen müssen. Aber ist egal. Ist egal. So, Tropf legen. So, Kleidung ist weg. Kanüle liegt, wie man sieht. Somit alles gut. Und dann sollen wir jetzt hier ja eine Schnellinjektion, normale Kochsalzlösung geben. Haben wir hier unten. Machen wir das doch einfach gerade mal. Haben wir das gemacht. Dann ist sie soweit erstmal, was das betrifft, behandelt. Wir brauchen jetzt aber auch noch die Bandagen. Da bin ich gerade überlegen, wo haben wir die denn? Wo haben wir die denn? So, Trauma, Atemwege, Bandagen, da haben wir sie. So, Schusswunde also im Arm. Tun wir einmal umwickeln und somit wäre sie dann transportfähig. Mehr brauchen wir laut Spiel nicht. Dann lassen wir sie einfach so. Nehmen unsere Tasche wieder, tun die hier auf die Trage drauf und, beziehungsweise ich muss es ja immer anders machen. Beim Spiel, ich kann, wenn ich die Tasche nicht in der Hand habe, kann ich mit der Person nichts machen. Das heißt, ich brauche die Trage. Oder kann ich die auch von der Trage so aufnehmen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Es kann auch sein, dass es so funktioniert. Genau, funktioniert auch so. Einfach mit der Trage nebenan fahren und dann kann man die aufnehmen. Wenn die Taschen an die Seite gehängt und dann können wir quasi zum Rettungswagen gehen, können sie einladen. Und können dann Richtung Krankenhaus fahren. So, Patientin ist drinne. Patientin ist drinne. Theoretisch im Multiplayer könnte sich jetzt jemand hier hinten reinsetzen und könnte während der Fahrt die Patientin im Auge behalten. Ja, man kann aber leider im Rettungswagen während der Fahrt oder so nichts machen. Man kann sich nur reinsetzen und kann ja dann quasi die Aussicht genießen. Mehr kann man leider nicht machen. Aktuell, wer weiß, vielleicht wird es ja auch noch überarbeitet. Aber cool, dass man das machen kann. In Notruf geht's nicht. So, ja, natürlich kann man sich auf den Beifahrersitz setzen und so weiter. Ist alles für Multiplayer ausgelegt, aber im Singleplayer, na gut, das will man machen. Da geht es natürlich nicht. So, wir bringen die Patientin so schnell wie möglich ins Krankenhaus und wir haben direkt hier um die Ecke quasi ein Dorfkrankenhaus und da bringen wir die Patientin auch hin. Da bringen wir die Patientin auch hin. Einmal hier dann quasi rechts abbiegen. Und dann sind wir durch mit dem Einsatz. So, müssen wir gerade mal gucken. Rechte Seite müsste irgendwo Krankenhaus sein. Da sieht so aus. Da sieht man ein grünes Kreuz. Ich denke, wir müssen hier reinfahren. Ich kenne mich hier auch nicht gut aus. Da sieht es aus wie die Notaufnahme. Das sieht aus wie die Notaufnahme. Gut.
Dann Motor aus. Motor aus. Dann laden wir die Patientin mal ab. Bringen die in die Notaufnahme rein. So, Sanitäter, Trage. Ja, man muss sich da erstmal durchklicken. Ups, das war die Taschenlampe. Ja, Taschenlampe haben wir auch. Taschenlampe haben wir auch, natürlich für die Nacht. Tag-Nacht-Zyklus so an sich gibt es noch nicht. Momentan kann man halt nur auswählen, ob man am Tag spielen möchte oder in der Nacht. Soweit ich weiß, soll es aber auch früher oder später noch reinkommen, dass es halt ganz normale Tageszyklen hier gibt. So, ich habe natürlich jetzt die Tür zugemacht. So, dann haben wir den ersten Einsatz abgearbeitet. Sehr cool. Sehr cool. Man kann auch natürlich, wenn man jetzt hier schon drinne ist in der Rolle und hat gesagt, ja, man hat keine Lust mehr irgendwie auf Rettungsdienst, kann man ja einfach zur Polizeiwache gehen. Sehen wir links unten auf der Minimap, PD, Police Department, kann man einfach quasi die Rolle wechseln oder FD, Fire Department, kann man einfach so in der Runde mittendrin die Rolle wechseln quasi. Bewusstlose Person, nehmen wir an. Bewusstlose Person, mal gucken wo. Oh Gott, am anderen Ende der Map. Alles klar, dann fahren wir schön weit jetzt über die Map. Okay, hier ist ein kleiner Unfall passiert durch die KI. Ja, wie gesagt, die KI, die ist noch nicht so schlau. Die KI ist einfach noch nicht so schlau. Ampeln funktionieren auch noch nicht so wirklich. Das ist halt alles noch Early Access. Das wird alles noch gebaut. So, Bahnübergang sogar. Okay, den kenne ich, glaube ich, selber auch noch nicht. So, dann geben wir mal Gas. Ja, wie gesagt, Steuerung ist noch nicht ganz so geil von den Fahrzeugen. Das ist noch so ein bisschen Problemthema, aber es ist schon besser geworden. Früher war es schlimmer. Das haben sie schon ein bisschen besser mittlerweile gemacht. Den Computer hier können wir übrigens auch benutzen. Da kann man Einsätze anwählen, auswählen, abwählen und so weiter und so fort. Nicht wundern, dass ich die Sirenen nicht gescheit steuere, wenn da so ein Fahrzeug vor mir aufploppt, weil das ist einfach doof gemacht aktuell noch. Da nicht wundern, weil die ploppen halt einfach auf und so schnell kann ich die Sirene nicht anschalten. Die machen eh nicht wirklich Platz, glaube ich. Das funktioniert noch nicht ganz so gut. Aber so an sich, das Spiel macht eigentlich richtig Bock. Ich habe das früher total gerne, als es noch auf der alten Map war, schon extrem lange her, total gerne im Multiplayer gespielt. Da hatte der Rettungsdienst aber noch nicht wirklich was zu tun, beziehungsweise konnte nicht so kompliziert behandeln. Sagen wir es mal so. Mittlerweile kann man hier im Rettungsdienst ja richtig viel machen. So, ich glaube, die nächste müssen wir dann abfahren. Wir überholen einfach mal rechts. Jetzt überholen wir mal links. Jetzt wieder rechts. Wir kämpfen uns hier einfach durch. Okay, da wird es ein bisschen eng. Aber gut, passt schon. So, gleich sind wir da. Boah, du weichst in die falsche Richtung aus, Kollege. Schön mit quietschenden Reifen hier um die Kurve. Wow, ein bisschen gedriftet. So, kämpfen uns mal durch die Ortschaft. Der weicht auch in die falsche Richtung aus, aber kein Unfall. Alles gut. Niemand verletzt. Die weichten noch in die falsche Richtung aus. So. Weiß jetzt nicht, ob das hier ist oder nicht. Könnte hier irgendwo sein. Das ist jetzt die Frage. Das erkennt man ein bisschen schlecht. Ich glaube, dass es hier das Haus ist. Bleiben einfach mal so stehen. Also laut Map her müsste es das sein. Ich mache gerade mal das Blaulicht aus. Das brauchen wir nicht wirklich. Ich habe Warnblinker an. Wollen ja keine Schaulustigen irgendwie anziehen. So, wir gehen gerade erstmal gucken, ob die Tür offen ist. Hallo, der Rettungsdienst. Können Sie nicht aufmachen? Okay, bewusstlose Person. Kann wahrscheinlich nicht aufmachen. Na gut, dann nehmen wir uns gerade mal das Halligan-Tool raus. So.
Rettung, Halligan, da haben wir's. Wir haben ja als Rettungsdienst natürlich so die ein oder andere Möglichkeit dabei, Türen aufzubrechen, was auch eine ganz coole Sache ist. Im Multiplayer könnte man jetzt ein bisschen realistischer vielleicht spielen und könnte die Polizei und die Feuerwehr noch verständigen, dass dann irgendwelche anderen Leute damit angefangen kommen. Kann man so als Roleplay machen. So, das tun wir einmal zurück. Ich würde mir jetzt gerade einfach nur die Sanitätstasche mal schnappen. Tür machen wir wieder zu, dass keiner was klaut. Der Rettungsdienst, ist jemand hier? Ist jemand da? Okay, im Bad schon mal nicht. Rettungsdienst, hallo. Oh, da ist ja die bewusstlose Person. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Anscheinend nicht, keine Reaktion. Okay, wir gucken gerade mal, atmet, Puls vorhanden, bewusstlos. Puls vorhanden, Puls ist vorhanden, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Haben wir schon mal die halbe Miete. Puls vorhanden. Puls vorhanden. Puls vorhanden. Puls vorhanden, okay. Dann sehen wir oben rechts wieder, wir sollen EKG-Leitungen legen. Dafür würde ich sagen, tun wir ihnen gerade mal die Kleidung entfernen. Dann gehe ich gerade noch mal kurz raus. Ich habe nämlich hier das Problem, ich kann die Trage nicht die Treppen hoch befördern. Das kriege ich nicht hin. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das EKG schnell raus. Sanitäter, Defibrillator, da ist das EKG quasi mit dabei. So, Treppe immer ein bisschen langsam laufen, weil sonst stolpert man. Oder fliegt ein bisschen komisch durch die Gegend. So, EKG-Leitung. Wollen wir doch die ganzen Pads mal anbringen? So, sehen wir, EKG ist auf jeden Fall, es ist was vorhanden. Es ist keine stille Linie, das ist doch auch schon mal gut. Das ist doch auch schon mal gut. So, dann machen wir noch einen Blutzuckertest. Dafür brauche ich die Tasche wieder. Ich muss halt immer die Tasche wieder aufnehmen. Das finde ich immer ein bisschen hinderlich. Blutzuckertest. 39. Das ist ein bisschen wenig, oder? Ich kenne mich da nicht wirklich gut mit aus. Das ist auch keine Erklärung hier, ob es zu wenig ist oder nicht. Aber ich glaube, 39 ist zu wenig. 39 klingt wenig. So, dann gehen wir gerade hier mal zu den Schnellinjektionen wieder rein und legen einen Tropf. Wir stellen uns vor, da steht Kanüle legen. Ja, Kanüle ist gelegt und Schnellinjektion Dextrose, genau, ihm fehlt ein bisschen Zucker. So, dann ist er soweit transportfähig normalerweise. Wir können jetzt entweder einen Krankentransport anfordern, wenn wir als Notarzt unterwegs wären, oder wir können halt auch einfach ihn zur Trage bewegen, beziehungsweise dafür müssen wir gerade die EKG-Leitung nochmal entfernen, alles entfernen. So, bringen wir die Tasche gerade mal zurück, würde ich sagen. Beziehungsweise das EKG bringen wir zurück. Dann tun wir die Trage mal an die Tür bringen und dann schmeißen wir ihn da drauf. So, Tür wieder zu an der Seite. Wir nehmen mal die Trage gerade hinten raus. Sanitäter, Trage. Jawohl. Ups, ich nehme immer die Taschenlampe raus, weil ich denke, bei jedem Spiel nimmt man ja die meisten Sachen mit der Taste E auf. Mal gucken, ob wir es hochschaffen. Nee. Oben klemmt's dann. Gut, dann lassen wir die Trage einfach hier gerade mal stehen. Wir sind einfach extrem durchtrainiert, stellen wir uns vor, und stark und können den einfach hochheben und auf die Trage bringen. So, gerade mal wieder die Tasche in die Hand nehmen, dann können wir nämlich ihn wieder behandeln und sagen, einfach zur Trage bewegen. Zack, Patient bei der Trage. Hier machen wir wieder zu. Hier die Tür machen wir auch wieder zu. Die Tasche stelle ich gerade mal auf die Trage drauf. Die wird zwar da angezeigt, aber man kann trotzdem einfach die Tasche wieder draufstellen. Die anderen Taschen sind jetzt wieder an der Seite angebracht. Man sieht, dass ich hier den Leuten misstraue, die hier wohnen. Ich mache ständig alles zu. Okay. Gut. Dann haben wir das. Dann bringen wir ihn ab ins Krankenhaus. Ich würde sagen, wir fahren das City Hospital an. Das ist, glaube ich, am schnellsten erreichbar. Genau. Das ist am schnellsten erreichbar. So, machen wir gerade mal Blaulicht wieder an, weil er ist ja immer noch bewusstlos. Hatte ein bisschen wenig Zucker. Die weichen immer in die falsche Richtung aus. Das ist wirklich noch ein bisschen doof. Was das betrifft.
Müsst du eigentlich ein bisschen langsamer fahren, damit der Patient hinten nicht durch die Gegend fliegt. Es ist ja keiner da, der ihn beobachten kann, gerade hinten drin. Naja. So, wir müssen hier schon abfahren. Dann sind wir auch gleich schon da. Dann sind wir gleich schon in der Stadt. Dann müssen wir uns da noch durch den Verkehr durchkämpfen. Boah, die Steuerung. Ist halt wirklich gruselig. Aber ich muss sagen, mit Lenkrad lässt sich es eigentlich ganz gut fahren. Also ich hatte auch schon mal das Lenkrad angeschlossen. Das klappt eigentlich recht gut. So, gerade mal das Licht anschalten hier im Tunnel. Wollen ja nicht ganz so blind durch die Gegend fahren. Licht wieder aus, brauchen wir nicht mehr. So, Krankenhaus, da sind wir schon. Da sind wir schon. Da sind wir schon. Bleib mal wieder einfach direkt vor der Tür stehen. Fackeln wir gar nicht lange rum. So. Sanitäter. Trage. Das ist halt auch cool, dass man bei den Fahrzeugen die Umfeldbeleuchtung kann man auf jeder Seite separat einschalten, wie man es halt gerne hätte. Man kann auch beim Polizeiwagen zum Beispiel hat man diesen Suchscheinwerfer quasi dran, den kann man auch einfach mit der Maus steuern, ist auch richtig cool. Auch eine richtig coole Möglichkeit. So, Patienten der Notaufnahme abgegeben. Sehr schön. Ich würde sagen, ich pausiere jetzt mal ganz kurz die Aufnahme. Ich würde nämlich noch gern einen Einsatz bei Nacht fahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Ich habe jetzt auch gerade die Sirenen vom Fahrzeug nochmal angepasst. Jetzt sollte alles wieder passen. Jetzt haben wir drei verschiedene Sirenen. Und Pressluft auf Schnellauswahl quasi für Notfall, wenn es mal eng wird. Und ja, machen wir einfach nochmal eine kleine Nachtschicht. Und gucken uns das Spiel mal bei Nacht an. Brustschmerzen. Brustschmerzen sind nicht gut. Kann vieles sein. So. Dann steigen wir mal ein. Einsatz habe ich angenommen. Ja, man kann den Einsatz auch übrigens über den Computer annehmen. Weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte. So, Licht mal an. Blaulicht machen wir mal an und genießen einfach mal die blaue Lichtshow im Dunkeln. Ey, ich finde, es sieht einfach cool aus. Ey, ich finde, es sieht einfach cool aus. So, dann gucken wir mal, wo wir überhaupt hin müssen. Oben wieder ins Dörfchen, alles klar. Dann fahren wir mal ins Dörfchen. Jetzt müsste normalerweise mittlere Maustaste Pressluft sein. Okay, ist es nicht. Dann ist halt die mittlere Maustaste kein Pressluft, sondern die Sirene. Hat sie wieder irgendwas falsch übernommen? Egal. Egal. Jedenfalls haben wir jetzt drei verschiedene Sirenen zur Auswahl. Einmal die ganz normale für den Rettungsdienst. Einmal die. Und einmal Pressluft. Haben wir jetzt wenigstens drei verschiedene. So. Ich finde halt auch die Blaulichteffekte an den Wänden so geil, wenn man das so weit sieht. Es leuchtet so schön. Ja, auch wenn man hier in der Ego-Perspektive fährt, man sieht es Blaulicht so richtig schön an den ganzen Objekten. So. Dann geben wir mal Gas, dass wir schnell dahin kommen. Bei Brustschmerzen weiß man nie. Normalerweise vielleicht noch Notarzt mit angefordert im Multiplayer oder so. Oder Notarzt auch den Einsatz angenommen. Sicherheitshalber, aber gut. Schaffen wir auch alleine. Ich meine, das doof ist halt... Hier im Spiel ist es so, Notarzt, Rettungsdienst, First Responder. Ich weiß nicht, ob die Feuerwehr auch noch gleich ausgestattet ist wie der Rettungsdienst. Oder ob das mittlerweile angepasst wurde, keine Ahnung. Oh. Weil früher war es so im Multiplayer, die Feuerwehr konnte auch die Sanitätstasche nehmen und konnte auch quasi alle Patienten behandeln. Ich glaube, das ist mittlerweile bestimmt nicht mehr so. Weil es ja alles doch jetzt ein bisschen komplexer geworden ist, auch mit den Tropflegen und so weiter. Ist ja alles doch ein bisschen komplexer geworden mittlerweile. So, ich glaube, hier müssen wir hin. Oder? Die Person sitzt auf der Treppe, alles klar. Gut, dann schalten wir Blaulicht mal aus. Das Licht schalten wir auch mal aus, das normale, weil es blendet eh nur nach vorne. Wir schalten mal die Umfeldbeleuchtung an, beziehungsweise wir lassen auch das andere Licht an. So, hinten und an der linken Seite haben wir es jetzt mal angemacht. Vorne lasse ich doch mal das Licht an. So. Hallo, der Rettungsdienst. Sie haben angerufen. Brustschmerzen. Wir schauen mal nach. So.
Okay. Dann, wir nehmen einfach gerade mal die komplette Trage wieder mit. So, hier hinten leuchtet jetzt auch Licht. Wir nehmen mal die komplette Trage mit. Da haben wir alles drauf. EKG. Alles, was wir brauchen. Alles, was das Herz begehrt. Wenn ich die Trage... Upsi. Entschuldigung. Tollpatschiger Sani. Hilfe? Kann ich die wieder aufstellen irgendwie? Kann ich die nehmen? Ich muss sie nur nehmen können. Dann stellt er sich bestimmt wieder automatisch auf. Gucken Sie einfach mal kurz weg. Meine Trage. Einfach mal kurz weggucken. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay, Problem gelöst. Problem gelöst. So, dann gucken wir doch gerade mal nach Ihnen. Okay. Ich hätte gern einmal die Sanitätstasche zuerst. So, gucken wir doch gerade einfach mal nach. Patienten untersuchen. Ich schaue gerade erstmal nach ihren ganzen Vitalwerten, was sie so sagen. Atmet, Puls vorhanden, bei Bewusstsein, alles klar. Hier gucken wir auch gerade nochmal nach. Puls vorhanden. Das war das Bein, Entschuldigung. Puls vorhanden. Ich habe eigentlich gedacht, ich fange mit dem Arm an. So, beziehungsweise Kopf, Arm, dann Bein. So, auch Puls vorhanden. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir werden bei ihr dann wahrscheinlich dann ein EKG machen müssen. Um sicher zu gehen, dass es nicht vom Herz kommt. Medikamente, Aspirin wird oral verabreicht. Alles klar, Medikamente, einmal Aspirin, oral. So, nimmt sie die Tablette. Schluck, schluck, schluck. Nitroglycerin, oral, okay. Es wäre halt jetzt cool, wenn da stehen würde, Verdacht auf Herzinfarkt oder so. Ja, dass man dann auch weiß, warum gibt man jetzt diese Medikamente. Das wäre noch cool, weil ich persönlich könnte bedenken, dass es so auf Herzinfarkt hindeutet, was wir ihr da gegeben haben, aber sicher bin ich mir natürlich nicht, weil ich halt nichts, mich nicht mit diesen Medikamenten auskenne. Aber gut. Ja, Aspirin kennt man natürlich, aber mehr auch nicht. So, ich würde sie gerne mit ins Krankenhaus nehmen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Mich wundert, dass wir kein EKG machen oder so, aber egal. Könnte ich theoretisch trotzdem anschließen, aber bringt ja nichts. So. Dann einmal in den Rettungswagen so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Das ist halt richtig cool mit der Umfeldbeleuchtung, dass man die so anknipsen kann. Hier die Seite habe ich ausgelassen. Brauchen wir nicht, aber hier schön alles hell erleuchtet. Cool. So, dann knipsen wir das wieder aus. Wenn ich, Ja, das ist ungewohnt, weil man mit der linken Maustaste macht man irgendwie fast alles. Man steigt ein, man steigt aus, man nimmt die Trage und so weiter. Meine Maus verschwindet jedes Mal. So, jetzt. Okay, haben wir das ausgeknipst. Was ich anknipsen würde, wäre jetzt mein Blaulicht. So, das sieht so cool aus an dem Gebäude, oder? Das sieht einfach cool aus. Wir haben aber auch vorne eine Menge Blaulichter. Das ist sichtbar von vorne sind wir auf jeden Fall. Sichtbar von vorne sind wir auf jeden Fall. Von der Seite eigentlich auch und von hinten auch. So, wir fahren jetzt mal ganz gemütlich ins Krankenhaus. Okay, er sieht anscheinend kein Blaulicht. Ist ein bisschen blind. Kann man nichts machen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass wenn man mit offener Tür losfährt und Vollgas gibt, ob die Trage dann wieder rausrollt. Ah, komm, ihr macht mir einfach zu... Ihr wisst nicht... Leitplanke, habe ich nicht gesehen. Wollte gerade rechts überholen, weil die wieder nach links ausgewichen sind. Das ist total dämlich. Warum tut ihr das? Warum tut ihr das? Sag mal... Mach Platz jetzt. So, wir bringen die Patienten jetzt noch schnell ins Krankenhaus. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Wenn ihr natürlich dann mehr sehen wollt von Flashing Lights, auch noch als Feuerwehrmann unterwegs sein wollt oder mit der Polizei, dann Bewertung dalassen und auch in die Kommentare schreiben, worauf ihr Bock habt, falls ihr mehr sehen wollt. Deutsche Polizei Skins habe ich auch installiert, wenn es funktioniert hat. Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Und für die Feuerwehr habe ich auch was installiert. Ja, komm Leute. Dein Ernst? Dein Ernst? So machst du Platz? So machst du Platz? Jetzt machst du Platz? Jetzt ist korrekt. Danke.
Das heißt, jetzt ist korrekt, ich hätte auch mittendurch fahren können, aber die können sich nicht entscheiden, immer wo sie Platz machen. Man weiß nie, wo man eigentlich anpeilen soll zum Vorbeifahren. Ist immer ein bisschen blöd. Naja. Early Access. Wird noch dran gearbeitet. Ich weiß auch gar nicht, wie lange dieser Titel schon im Early Access ist. Ich meine, hat sich schon viel verändert. Aber der ist schon so extrem lange im Early Access. Ich habe halt irgendwie leider so ein bisschen das Gefühl, dass in letzter Zeit recht wenig passiert. Ich meine, es kommen immer noch Updates regelmäßig, aber es sind meistens nicht mehr so große Änderungen mit dabei. Aber gut. Gut Ding braucht halt Zeit. So. Da wären wir. Schon wieder beim Krankenhaus angekommen. Juhu. Sanitäter. Drage. Ups, nicht prügeln. Ja, man kann auch als Sanitäter prügeln. Falls man irgendeinen Patienten nicht hören will. So, Taschenlampe haben wir übrigens auch. Habe ich ja schon mal gezeigt gehabt, aber noch nicht im Dunkeln. Taste E kann man die Taschenlampe zücken. Also man macht mit der Taste E viel im Spiel, aber nicht das, was man gewohnt ist aus anderen Spielen. Sag was mal so. So, nicht gegen die Tür rennen. Wäre ganz dämlich. So. Die Steuerung mit der Trage ist auch manchmal ein bisschen schwierig, aber auch ganz okay trotzdem. So. Gehen wir mal wieder zurück zum Rettungswagen. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge Flashing Lights. Haben wir mal wieder reingeschaut. Wenn ihr, wie gesagt, mehr sehen wollt, dann Bewertung da lassen und in die Kommentare schreiben und gerne auch dazu schreiben, welche Rolle ihr weitersehen wollt. Oh, jetzt kommt noch eine Fahrzeugkollision rein. Okay, ja, nehmen wir aber jetzt nicht mehr an. So, Trage ist drinnen durch die zunehmende Tür. Ja, dann Kanal natürlich nicht vergessen zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und gerne auch den Discord-Server beitreten. Gerne den Kanal noch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.